Rüdiger Hoffmann droht, jeden zu verklagen, der es nur wagt, ihn als Reichsbürger zu beschimpfen. Er sei ein Staatenloser. Der Grund? Rüdiger Hoffmann akzeptiert die Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht. Diese Überzeugung setzt der 49-Jährige konsequent in die Taten um. Er schreibt stapelweise Klagen, er demonstriert und protestiert. Langsam ufert es aus, doch der staatenlose Nichtbürger macht sich deswegen keinen Kopf. Ich führe keinen Krieg. Das mag eine Auseinandersetzung sein und auch ein Eingriff in bestimmte Prozesse. Das ist richtig. Aber ich gehe davon aus, dass die Wahrheit und die Klarheit, egal wie rum, immer siegen wird. Immer. Die Bürgermeisterin der Stadt Wittenburg, Dr. Margret Seemann, erklärt, wie dieser Kampf um die Wahrheit praktisch umgesetzt wird. Von Rüdiger Hoffmann selbst und von den Mitgliedern seines Vereins Staatenlos Info e.V. Es geht ja letztendlich bei denen vor allen Dingen darum, dass sie überhaupt nichts an Steuern bezahlen möchten, keine Bußgelder bezahlen möchten, weil sie den Staat nicht anerkennen und damit auch nicht die hoheitlichen Rechte des Amtes Wittenburg. Die Akten werden immer dicker, auf beiden Seiten. Mahnungen, Widersprüche, Klagen, Polizeianzeigen. Rüdiger Hoffmann kann damit gut umgehen. Vom nicht existierenden Staat BRD braucht er keine Angst zu haben, sagt er. Er fühlt sich berufen, er ist stark, er hat eine Mission. Wenn ich beobachte, was andere Menschen an Belastungen schon nicht abkönnen und die fallen nach hinten weg um mich herum, wie die Fliegen, ja, die Menschen fallen um wie die Fliegen, es ist wirklich so, ich übertreibe nicht. Man hat immer zu tun, Menschen wieder aufzufangen und wieder hinzustellen, also wieder aufzurichten. Nicht nur Deutschland, die gesamte Weltordnung ist für Rüdiger Hoffmann grundsätzlich ungerecht und verdorben. Sein Traum, ein friedliches Miteinander im Einklang mit der Natur, ohne Streit und ohne Waffen. Die Wittenburger Stadtverwaltung träumt lediglich davon, von Herrn Hoffmann und seinen Friedenskämpfern in Ruhe gelassen zu werden. Es gibt schon Mitarbeiter, die Angst haben, wenn die Personen kommen. Ich habe zum Beispiel deshalb auch angewiesen, dass nur noch zu zweit mit diesen Personen geredet wird, weil die verbal sehr ausfallend werden, also mit bestimmten Ausdrücken und auch sehr laut in der Lautstärke und auch eine entsprechende Gestik und Mimik. Wie jede Mission hatte auch die von Rüdiger Hoffmann ihren Anfang. Nach der Wende fand er sich in der neuen Welt nicht zurecht. Die NPD bot dem naturverbundenen jungen Mann eine trügerische Alternative. 1995 wurde Rüdiger Hoffmann schließlich als Drahtzieher eines rechtsradikalen Brandanschlags auf das Asylbewerberheim in Beutzenburg verurteilt. Ich war da gar nicht da bei der Tat, war auch nicht der Hauptorganisator, ich war aber ein Mitwisser, so wie viele andere auch. Und daraufhin wurde ich als Organisator und Haupttäter verurteilt. Und dadurch kam ich eben auf 24 Monate in Untersuchungshaft und wurde als versuchter Mörder verurteilt, weil man gesagt hat, du wolltest sie alle umbringen. Das Opfer einer großen Ungerechtigkeit, so fühlte sich Rüdiger Hoffmann damals. Eine Verschwörung sogar. Er war verbittert. Er brach mit den Neonazis und zog aufs Land. Doch das Leben schien trotzdem nicht richtig zu funktionieren. Und eines Tages geschah es. Eine Art Offenbarung. Dann habe ich jemanden kennengelernt, die rein zufälligerweise. Der hat gesagt, Adolf Hitler ist der größte Täuscher gewesen aller Zeiten. Und dann hat er mir ein paar Dokumente gegeben. Und dann habe ich gesagt, was? Was ist hier passiert? Moment mal, die führen das Dritte Reich weiter, das Dritte Reich ist nicht untergegangen. Rüdiger Hoffmann ist das Licht aufgegangen. Diejenigen, die ihn als Nazi hinter Gittern steckten, sollen selbst Nazi sein, denn das Dritte Reich lebt immer noch. Nun wusste er, was zu tun ist. Schon bald waren auch die Mitstreiter da. Das Amt Wittenburg lässt sich mittlerweile polizeilich schulen. Dort weiß niemand, wie weit die Leute um Rüdiger Hoffmann gehen können. Erstens, wie können Mitarbeiter in aggressiven Situationen deeskalieren im Gespräch? Zweitens, wie erhalten sie sich eine Fluchtmöglichkeit? Das heißt, dass der Weg zur Tür immer offen bleibt. Und drittens, alle Mitarbeiter sind aufgefordert worden, Gegenstände, die sie so im Büro benötigen, wie Brieföffner, größeren Locher, Schere, nicht in unmittelbarer Nähe von Besuchern abzustellen, sondern weiter entfernt. Also ich habe es ja zum Beispiel bei mir dann am PC. Ein Teufelskreis in Wittenburg, wie auch in vielen anderen deutschen Städten. Die BRD-Leugner, oft auch Reichsbürger genannt, wollen nicht aufgeben. Auch der staatenlose Rüdiger Hoffmann nicht. Er will im Ring bis zum bitteren Ende bleiben.
Wenn ich scheitere, es gibt kein Scheitern, es ist eine Erfahrung. Und dann gehe ich mit einem zufriedenen Gefühl, weil ich habe es gemacht. Ich habe es persönlich jetzt, ja, ganz einfach nur persönlich, von meiner Person her. Ich habe es wenigstens gemacht. Und andere werden sagen, meine Güte, hätte ich's mal gemacht. Aber fürs Gewesene gibt man ja nichts. Das bedeutet, es ist durch. Laut buddhistischer Lehre ist die ganze Welt ein Ort des Leidens. Rüdiger Hoffmann würde dieser These wahrscheinlich zustimmen. Doch ein Buddhist ist er nicht. Die Idee eines grenzenlosen Mitgefühls ist nicht seins. Er kämpft gegen den Staat, der angeblich gar nicht existiert. Er hat darin den Sinn des Lebens gefunden.